Und hat eigentlich auch vernünftige Zauber drin. Ja. Das heißt, das Durchnässte kommt mal weg. Die kann's all auf alle. Die auch. Die auch. Macht plus zwei Zauberbuch. Lutrans Zauberbuch und Durchnässtes Zauberbuch. Ja, das hier ist Alofs Zauberbuch. Oh, gestatztes Zauberbuch. Ein Feuerstrahl. Und verblüffendes Spektakel. Feuerstrahl wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was könnte ich davon rausnehmen? Spiegelbilder? Nein. Stinkende Zärtlichkeit. Ein Feuerstrahl bitte. So. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass ich nicht die eigenen Leute damit verbrenne. Gut. Hm. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal rüber in die Schreiberarchive. Für die beiden anderen Quests. Also einmal das, was der Hauptmann von uns verlangt. Und dann natürlich das, was die eine Beseelerin, ob wir gucken können, ob wir für sie was tun können. Also wir werden jetzt nicht in das Archiv einbringen und einfach das Buch klauen. Wenn es nicht sein muss, weil Hagrim möchte sich definitiv hier sich mit niemandem verscherzen. Oh, der Eddard Stable sieht jetzt richtig cool aus, wo er verzaubert wurde. Ich habe nichts gesagt. Die Bilder werden wohl doch angepasst. Stimmt, da habe ich, glaube ich, sogar in einem Patch was drüber gelesen. Das finde ich jetzt richtig gut. Das finde ich richtig okay. Weil das hat mich ein bisschen genervt, als ich offscreen mit meinem Paladin gespielt hatte. Den ich übrigens gelöscht habe wegen dem einen Bug. Ich warte jetzt noch ein paar Patches ab und fange dann irgendwann, wenn ich das SP durch habe oder gleich nach dem Let's Play, meinen Paladin nochmal neu an. Und dann werde ich ja sehen, worauf das hinausläuft. Also wie gesagt, das hat mich bei meinem Paladin genervt. Ich hatte sein Schwert, habe das gut gemacht. Also die Gutverzauberung. Und ich fand schade, dass das dann immer noch so billig aussah. So, mit wem müssen wir hier sprechen? Ich habe den Schreiberschlafsack gefunden. Viana muss ich finden. Okay. Ihr seid nur Schreiber, Schreiber, Schreiber. Du bist auch nur ein Schreiber. Tja, wenn Viana nicht hier ist. Ey, du, kannst du mir sagen, wo ich Viana... Korn schwankt etwas hin und her. Deine Haut ist immer noch grün, aber du hast deine Enten verloren. Ach ja, stimmt, der war, glaube ich, betrunken oder sowas. Ich mag Viana. Sie redet immer über Metallmänner, was seltsam ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie keine Schneekappe ist. Er legt die Stirn in Falten. Ich rede auch nicht über Metallmänner und ich esse Schneekappe. Hm? Ach so, der ist Schneekappe, deswegen. Egal, jedenfalls ist sie nicht da. Ist nach Ondras Geschenk geflogen, trifft sich da mit ihrer Freundin Bessia, nein, Klesia, ja, Klesia. Klesia heißt die Freundin, mit der sie sich trifft, in Ondras Geschenk, in einem Haus, nicht auf einem Boot. Nordhaus, leeres Haus, in Ondras Geschenk gibt es viele Boote. Wir sollten mal zusammen rudern gehen. Leb wohl. Obwohl, ich glaube, ich warte mit dem, na kommt, sagt's mir. Ich warte mit dem, mit der Quest für die Beseelerin im, in dem Schreiberarchiv lieber darauf, dass ich vorher die andere Quests außerhalb der Stadt abgeschlossen habe. So, wenn wir jetzt schon im Kupferweg sind, gehe ich jetzt nochmal in die Katakomben hinab. Hier runter. Ich werde jetzt erst einmal da runter gehen und die Pilze verprügeln.
Jetzt, da ich nämlich... Was zur Hölle ist da los? Cendric. Ein rotgesichtiger Mann nähert sich. Er scheint wütend zu sein und stottert beim Sprechen. Du hast meine Geliebte getötet. Das werde ich nicht ungesühnt lassen. Deine Geliebte, was redest du da? Das Gesicht des Mannes verdunkelt sich und er knurrt. Dana und ich wollten heiraten. Du wirst für deine Anmaßung bezahlen. Okay. Das sieht so aus, als ob die Stress wollen. So, du bombst mal auf Cedric. Und du wirfst die ganze Kompanie mal um. Du auf den Leibwächter, wo ist Fenris? Fenris mal auf den. Obwohl, nee, Fenris auf den Leibwächter, weil er da näher dran steht. Und dann machst du das mal auf den Leibwächter. So. Und gibst gleich noch einen verwundeten Schuss hinterher. Du kannst deine Klinge an ihm austesten. Und du versuchst Cedric niederzuwerfen. So, du schießt weiter drauf. Und du kommst noch mal rein. So, sehr gut. Du hast schon mal 3 Punkte. Okay, die sind nicht mal annähernd so gefährlich, die Jungs. Und vor allem die Fernkämpfer, die so langsam schießen. Das hat mir wahrscheinlich jetzt wieder Minuspunkte eingebracht bei den Dominants. Ich würde gerne ans Ende. So, Dankeschön. Oh, jede Menge Geld und Zeug. So, Dankeschön. Ja. Wir haben ziemlich viele neue Reputationen bekommen, sehe ich gerade. Trotzbucht sind wir Verbündeter. Schwach gut. Ich glaube, da müssen wir mindestens mäßig gut, also ein Held werden. Zwillingsohm sind wir neutral, da waren wir noch gar nicht. Schmelztiegelritter natürlich Verbündeter. Die Dutzende sind wir auch Verbündete. Aus Domine sind wir extrem schlecht. Wir sind wohltätig, rational und ehrlich. Rational und ehrlich ist das, was Hagrim auch sowieso sein möchte. Schlau eigentlich auch. Täuschend und aggressiv passt eigentlich nicht zu dem Hagrim. Das würde eher zu einem Dunkeleisenzwerg Hagrim passen. So, jetzt wollen wir aber wieder nach hier unten. Ein Geizkragen. Wir können in dem seine Seele sehen. Aber die interessiert uns nicht. Alle Waffen und Schilde und Rüstungen können verzaubert werden. Ja, das haben wir ja gerade gesehen. Und mir ist so aufgefallen, ich verlasse mich irgendwie beim Kämpfen viel zu viel auf die normalen Angriffe, viel zu wenig auf Fähigkeiten und oder Tränke. So, wir wollen darüber. Zeig mir mal kurz die Map. Da oben ist das Lager von dem Nekromanten, den wir nachher töten wollen. Jetzt wollen wir erstmal hier unten aufräumen. Na, dazu treffen wir ein paar Vorbereitungen. Unter anderem darf Palegina das hier essen. Und du darfst einen Schluck hiervon nehmen. So. Ah.
How may I help? Nein, nicht du. Hm. Wow, das war ein Treffer. Okay. Ein Troll und ein Pilzkopf, gegen die dürften wir ankommen. Solange nicht der Rest auch noch angerannt kommt. So, okay. Das war okay. Trollhaut und Feuchtsporen. Wow, da kommen viele Sporlinge. Oh, da kommt die ganze Kampagne jetzt. Das könnte etwas interessanter werden. Der Troll brennt hoffentlich. Du mach mal das hier. Kanna beschwört seine Lindwürmer. So, und die Lindwürmer greifen den da an. Bis jetzt sieht noch alles okay aus. Außer, dass der das Haken von dem Troll gehauen wird. Wo ist Edda? Edda ist hier. Du versuch mal den Troll wegzubrennen. Okay, Kanna hat schon wieder 4 Punkte. So, jetzt tötet doch den Troll hier bitte. Sag bloß, das sind Fernkämpfer. Ja, das sind Fernkämpfer, okay. Das sollte ich in Zukunft mir merken. So, Troll heute. Ihr sollt nicht auf Palegina schießen, sondern auf die Feuchtspore hier. So, danke. Okay, da gab es noch einen Gegner, den wir nicht geplündert hatten. Da ist ein Skelett mit Gefäßknochen. Jo. Und ich glaube, das war's hier schon. Ich hoffe es jedenfalls mal. Nein, es ist noch eine Feuchtspore hier. Die hat Edda übernommen. So, Edda gehört wieder zu uns. Ah, noch eine Feuchtspore. Und wir haben Edda zurück. So, du hast eine Voidicha-Kutte. Okay. Du hast Geld. Das war die falsche Taste. Trank des unheimlichen Schützen. Das sind eigentlich für Sagani Tränke. Und ich glaube, ich werde, wenn ich die Stadt verlasse, Kanna gegen Sagani tauschen. So. Den Teil haben wir schon mal hinter uns. Der Zauber wirkt noch. Und die Jungs sehen eigentlich gar nicht so angeschlagen aus. Yes. Und ich glaube, ja, Alof hat noch fast alle seine Zauber. Also eigentlich könnten wir... Also ich meinte, mit der Zauber wirkt noch, ist der
Zufluchtsort der Mechanik hochbringt, der wirkt noch. Also können wir eigentlich versuchen, die... Ja, da geht es in den Voidika-Tempel oder wo... Ja, Voidika-Tempel. Kann ich hier wenigstens versuchen, die Fallen schnell zu entschärfen. Ja. Mit Hagrim. Finished. Ich konnte die Falle wieder nicht entschärfen.